Heute zocke ich für euch wieder Dragons Aufstieg vom Berg. Als erstes werde ich meine Drachen neu losschicken. Meinen tödlichen Nala, der ist schon Level 34. Der Level 33, den schicke ich auch gleich nochmal los. Der ist schon Level 32. Kann auch gleich nochmal losfliegen. Der ist Level 30, den muss ich noch ein bisschen trainieren. Der ist auch Level 30, der muss auch noch trainiert werden. Der ist Level 30, mein Schockdrache. Dann haben wir hier noch den riesenhaften Albtraum. Cool, der ist ja fertig, hätte ich gerne gesehen. Den Sturmfeuer halt jetzt auf Level 31. Dann schicke ich den auch gleich nochmal los, Holz holen. Dann kann ich den hier gleich trainieren. Der ist nämlich erst Level 24. Oder nee, das mache ich gar nicht. Ich mache das anders. Ich trainiere den hier, der Level 30 ist. 195 Holz. Jo, haben wir gerade so gehabt. Kann der nochmal neu los und der nochmal neu los. Der hier auch. Mein flüsternder Tod. Der ist auch Level 30 und der riesenhafte Albtraum Level 30. So, zeige ich hier oben noch einen Drache. Jo, der ist erst 26, aber den schicken wir einfach. Ah, den können wir ja nicht losschicken. Haben wir vielleicht noch einen, den wir dann lieber Fisch holen lassen. So machen wir das und dann kann der nämlich hier schön Holz sammeln. Oh, das wollte ich nicht. Ist egal. Jetzt fliegt er los. Gut, dann sammeln wir hier gleich mal unsere Runen ein. 12 Stück. Das war so ein Geröll. Für 500.000 Holz. Man gönnt sie ja sonst nicht, wa? Gut, ach so, aufgepimpt hatte ich hier, dass ich jetzt zwei Drachen gleichzeitig trainieren kann. Finde ich eigentlich ganz lässig so. Na, ihr seht aber, dauert noch eine Weile. Ich habe eh mal einen tödlichen Nadda da drin und als zweites habe ich hier meinen Hakadu. So, sonst unsere Ressourcen sind eigentlich fast alle, sag ich mal. Und so viel aber ist es ja, wie ihr wisst, unsere Drachen auf Level 36 zu pimpen. Den habe ich jetzt auf 33, also insgesamt 6 Stück. Der ist Level 32, der ist Level 30, der ist Level 30. Den haben wir schon auf 34, den Nader. Und den Sturmpfeil auf Level 31. Also wie ihr seht, das ist noch eine ganze Menge zu tun. Den muss ich auch noch trainieren auf Level 31 erstmal. Also ich habe wirklich noch eine Menge zu tun hier, dass ich weiterkomme. Mein Sägewerk habe ich ausgebaut in Stufe 3 oder Flecken 3. Können jetzt drei Drachen ran. Genauso habe ich das mit meiner Fischhütte gemacht. Wie ihr seht, was ich euch noch sagen wollte, den Hoffassens Fluch habe ich leider nicht bekommen. Hatte ich ein bisschen Pech. Vielleicht hattet ihr mehr Glück. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Wenn ja, wäre cool, wenn er mal in die Kommentare schreibt, wer den so bekommen hat. Und wie er den so findet. Interessiert mich nämlich ganz schön. Ich hätte noch hier nicht gehabt, aber naja, kann man nie ändern. Beim nächsten Mal schlage ich zu und hole mir ihn. Nexus hat es bestimmt auch vor. Hat er mir jedenfalls geschrieben. Also wird es dann besser. Gut. 160 Wikinger, 17 Drachenhaik auf Berg. Hier können wir mal gucken, wann wir hier weiterkommen. Da brauchen wir auch 250 Wikinger. Und hier brauchen wir. Sind 160 Wikinger. Und 999.000 Holz. Ah, 2 Tage dauert das, alte Scheiße, Junge. Das dauert eine Weile. Gut. Was kann ich euch sonst noch? Wir können ja nochmal hier in den Drachen gucken, ob nochmal was los ist. Ach so, den Holzklau, den wollte ich nochmal haben. Habe ich nochmal zweimal losgeschickt, kam auch nichts. Hatte ich auch ein bisschen Pech. Aber naja, vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal. Als nächstes werde ich dann bestimmt, wenn ich meinen Hackadu habe, Hackadu Quatsch. Wenn ich meinen Holzklau habe, dann werde ich auf jeden Fall wieder einen Schockdrachen oder einen Hackadu suchen.
Mein ohne Zahn ist noch Level 24, den werde ich dann erst pimpen, wenn die anderen auf Level 36 sind. Finde ich es sinnvoller. So. Mein Hakadu, ach so, den kann ich euch ja nicht zeigen. Der ist echt genial. Den finde ich auch optisch übelst cool. Der sieht geil aus. Der Wechselflügler. Ah, den brauche ich euch nicht zeigen. Den kennt da bestimmt alle hier. Unseren Sturmpfeil. Der hat eigentlich, sieht genauso aus wie ein tödlicher Nadder. Nur halt anders farbig. Gut. Damit wäre ich jetzt erstmal durch. Ihr seht oder wisst jetzt, wie meine Welt so aussieht, also wie ich so Berg aufgebaut habe. Ich finde es optisch ganz cool. Ich finde es auch cool angelegt mit den Drachen. So hat man alles auf einen Blick. Klar, hier hinten habe ich auch noch ein paar, die ich losschicke, aber den Hauptteil und meine stärksten Drachen habe ich wirklich auf einen Blick. Die kann ich dann schnell losschicken, schnell zurückrufen. Also finde ich ganz cool so. Gut, hier brauchen wir noch 4 Stunden, 4 und eine Viertel, hier 5 und eine Viertel, hier 5 und eine halbe, also ist noch ein bisschen was zu tun. Wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch das nächste Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann schreibt ein paar Kommentare, was ihr so wissen wollt, was euch fehlt, was euch gut gefällt, was weiß ich. Ihr wisst schon, was ihr schreibt. Und vergesst das Abonnieren nicht. Ich wünsche euch was. Ciao.